Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir die Menschen dort abholen, wo sie jetzt sind. Konkret Familienpolitik. Es gibt sehr viele Familien, die leider nicht mehr bis ans Monatsende mit ihrem Einkommen kommen. Es kann doch nicht sein, dass wenn man in Südtirol fleißig arbeitet, nicht imstande ist, seine Familie bis ans Ende des Monats zu bringen. Hier braucht es mit Sicherheit einmal Wahlfreiheit für die Mütter. Das heißt, wenn ich mich für den Beruf entscheide, dann brauche ich natürlich unbedingt Betreuungsplätze. Und das fängt nicht erst in einem Alter von 2 Jahren an, sondern schon früher. Einmal muss hier unbedingt sehr vieles getan werden. Dann haben wir die Beispiele Wohnungspreise. Wir haben Wohnungspreise, die sind ja utopisch und die sind nicht mehr bezahlbar. Da denke ich mir auch manchmal als Mutter zweier Kinder, ob meine Kinder noch imstande sind, sich in Südtirol etwas aufzubauen, sehr fraglich. Hier muss man mit Sicherheit einmal den Leerstand konkret angehen, nicht die Menschen bestrafen, die eine Zweitwohnung haben mit einer überteuerten GIS. Nein, man muss diese dazu animieren, diese Wohnungen zu günstigen Preisen zu vermieten.